Willkommen zurück hier bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Wir haben hier noch ordentliche Trainerkämpfe, bis wir in den nächsten Ort gelangen. Und da habe ich mir gedacht, da wir im letzten Part schon angefangen haben mit einem Thema zu reden, machen wir das dieses Mal auch. Jedoch ein anderes Thema, weil ich denke, dass wir das Thema vom vorherigen Part ganz gut ausgeschöpft haben. Und was ging es da konkret um sozusagen Artikel 13, wie es jetzt weitergeht mit meinem Kanal allgemein, ob sich da jetzt in naher Zeit etwas verändern wird auf meinem Kanal, da werde ich Stellung zunehmen und allgemein, was ich von der ganzen Artikel 13 Debatte halte, könnt ihr auf jeden Fall gerne reinschauen. Heute möchte ich ein bisschen, ja, auch so über meinen Kanal reden, aber jetzt nichts mit... Jetzt aber nicht richtig bezüglich mit Artikel 13, sondern allgemein, wie es momentan mit meiner Lust ausschaut und so, was ich davon halte. Also, ihr wisst ja, Leute, die mir, die meinen Kanal verfolgen, die wissen, dass derzeit auf meinem Kanal 3 Projekte laufen. Ich suche gerade ein Hyperdrank, allerdings. Habe ich keinen Hyperdrank? Wir verarschen hier. Momentan laufen 3 Projekte auf meinem Kanal. Pokémon Let's Go, Evoli, The Legend of Zelda Twilight Princess HD und Spectrobes Beyond the Portals. Und da ist jetzt... Boah, ich muss wechseln. Das bringt sich so nichts. Und da ist jetzt eben das Problem, dass ich durchaus unter Stress bin hier bei manchen Videos, weil ich halt jetzt auch täglich mindestens 2 Videos rausbringe. Das ist zum Beispiel jetzt auch ein Grund, dass ich hier jetzt Samstag... fick dich doch. Samstag oder Sonntag, Samstag auf Sonntag um 0 Uhr hier dran sitze an dem Video. Dauber stirbt sowieso, alles ist egal. Um euch das Video zu bringen, weil ich da noch nichts hatte. Ich weiß nicht, ob ich morgen am Sonntag Zeit habe, da noch schnell was aufzunehmen. Muss ich schauen. Aber auf jeden Fall, genau, kommen da ja täglich 2 Videos von 3 Projekten. Wenn ihr wissen wollt, wie das aufgelistet ist, könnt ihr auf meiner Kanalbeschreibung sehen. Ich kann es auch nochmal sagen. Und zwar... täglich Zelda Twilight Princess. Boah, ich bin... Weil scheiß Evoli down ist. Täglich Twilight Princess und dann abwechselnd einmal Spectrobes und einmal Pokémon. Hierbei haben wir beispielsweise montags, mittwochs, freitags und sonntags immer Pokémon und die Tage dazwischen, sprich Dienstag, Donnerstag und Samstag, Spectrobes. Der Ursprung. Nein, Beyond the Portals, sorry. Und ja, und das ist halt, und da möchte ich jetzt noch mein Problem aushandeln, und zwar, ich habe 53 Abonnenten zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ja. Und es ist nicht gerade intelligent, bei so einer Zuschauerzahl 3 Projekte am Laufen zu haben. Zumal, dass keiner der 3 Projekte in irgendeiner Weise aktuell ist. Zelda Twilight Princess überhaupt nicht. In keinster Weise ist 2016 rausgekommen. Spectrobes auch überhaupt nicht. Wird sowieso kein Hype-Game werden. Vielleicht früher oder später, ja. Aber momentan nicht. Gut, bei Spectrobes der Ursprung war es ursprünglich auch low und hat nachher richtig viele Klicks abgesahnt. Aber momentan bringt mir das halt überhaupt nichts. Und Pokémon hier ist jetzt schon seit November draußen und das war mehr oder weniger sowieso ein Fehler, dass ich das Let's Play gestartet habe. Es war ein Zuschauerwunsch, das weiß ich, und dem wollte ich auch nachgehen. Nur das Ding ist,
am Anfang hyped ein Spiel auf jeden Fall. Da hätte ich das Spiel von Anfang an seit November, seit Release gezockt. Das hätte auf jeden Fall durchgezogen und hätte einen gewissen Hype auf meinem Kanal auch ausgelöst. Kannst mich mal. Aber jetzt haben die ganzen Leute halt schon die ganzen Projekte, die ganzen Videos zu dem Projekt durchgesehen, satt gesehen, haben irgendwie gar keinen Bock mehr auf das Projekt, ne? Genauso wenig wie ich jetzt, weil sich das durchaus jetzt sehr lange zieht. Und da kann ich mir vorstellen, zumal dass das Projekt sowieso keiner verfolgt, dass ich jetzt sämtliche Trainer hier skippe, weil ja im Prinzip bringt sich das ja sowieso nichts, dass das Projekt im Prinzip eh keiner gibt. Ja. Und da ist es, glaube ich, ihm egal, wie viel ich da in dem Spiel mache. Ich habe mir aber auf jeden Fall schon mal so eine Grenze gesetzt, wo ich da auf jeden Fall aufhören werde. Ich möchte das Projekt auf jeden Fall noch durchziehen, ja. Ich möchte nicht auf einmal aufhören, Projekt abbrechen. Gut, das habe ich bei Pikmin gemacht, ja. Das war eine Ausnahme, weil ich absolut gar keinen Bock mehr auf das Projekt gehabt habe, ne. Und da ich sowieso gewusst habe, ich schaffe das nicht. Aber hier möchte ich das auf jeden Fall durchziehen. Und zwar haben wir jetzt, glaube ich, 5 Arena-Leiter. 5 Arena-Leiter schon besiegt. 3 fehlen noch. Die 3 möchte ich auf jeden Fall noch abhaken. Zudem möchte ich dann noch die 4. Das will ich aber haben. Die 4, die Top 4 besiegen. Einmal besiegen. Nachdem ich die Top 4 einmal besiegt habe, war es das für mich dann auch. Ja, und dann wird das Projekt auch beendet. Ich weiß gar nicht, ob ich die Story rund um Team Rocket vollenden werde. Das bleibt fraglich. Da. Muss ich mich verarschen. Da muss ich auch noch schauen, wie da meine Lust ist. Aber prinzipiell soll das wieder mit der Top 4. Mit den Top 4. Auf jeden Fall das Let's Play abschließen, wenn man das so sagen kann. Ja, und das wird hoffentlich nicht mehr so lange dauern. Ich habe da zwar meine Bedenken, aber ich hoffe mal. Was noch Projekte? Genau, Spectrops Beyond the Bottles, das läuft momentan ganz okay. Aber ich glaube, das Let's Play macht mir auch wirklich Spaß. Aber ich glaube, dass das Projekt nicht mehr so lange laufen wird. Das wird jetzt kein langes Projekt sein. Ich glaube, das sind wir relativ schnell durch. Und ja. Und Zelda macht mir persönlich auch richtig viel Spaß, muss ich sagen. Auch wenn das überhaupt auch gar keine Klicks bekommt, aber das macht mir auch übelst Spaß, das zu zocken. Und das möchte ich auf jeden Fall auch nochmal vollenden und ja, dann abschließen. Da wollte ich nicht reinrennen. Okay, das breche ich jetzt ab. Moment. Flucht. Danke. Ah, geht alle weg. Ich habe keinen Bock, gegen euch zu kämpfen. Ja, das ist auch ein Problem. Jetzt werde ich hier sehr viel skippen. Aber dann werde ich wahrscheinlich so ein Problem haben, von wegen, dass ich da bei der nächsten Arena underleveled bin und sowas. Darauf habe ich persönlich auch gar keinen Bock. Okay, den habe ich jetzt geskippt. Ja, wie gesagt, wir skippen jetzt einiges. Das Video wird sowieso keiner sehen, also mir ist das auch schon komplett wurscht. Ja, Twilight Princess wird aber auf jeden Fall auch noch eine Zeit gehen. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Ich habe auf jeden Fall auch schon wieder neue Projekte in Planung. Nicht viel, ich aber habe. Ich habe auf jeden Fall wieder neue Projekte in Planung. Einerseits kommt am 4. April, sprich nächste Woche, kommt Islanders raus von Jonas oder den, ich weiß nicht, wie das Entwicklerstudio an sich heißt, sorry, aber auf jeden Fall war er damit beteiligt und schön, dass wir den jetzt in First Try gefangen haben. Finde ich gut, Bonita, ne? Ne, Galoppa, Bonita ist die Vorentwicklung, die wir vorgefangen haben. Ja. Was ist hier? Da hängt ein Hinweis. Wirf nicht die Konsole, wirf lieber Pokébälle. Ach, ist das so, ist das. Soll so ein Joke sein, dass wir jetzt richtig aggressiv werden, oder wie? Ich hoffe mal nicht. Es gibt ja schon einiges. Ah, die sieht mich hoffentlich nicht.
Und die Arzttrainerin auch nicht. Da sind viel los. Das gebe ich ja ordentlich was. Ja, moin. Okay, gut. Schau mal kurz auf die Karte. Und ja, da kommt auf jeden Fall Islanders raus. Und das kostet, wenn ihr euch das kaufen wollt, 5 Euro auf Steam. Das werde ich auf jeden Fall... Ich weiß nicht, wie ich das handeln werde, ob ich ein... Also, ob ich noch nicht mehr weiter bin. Ob ich da nur ein Video bringen werde oder ob ich da eine größere Let's Play-Serie machen werde. Weiß ich noch nicht, wie ich das hier handeln werde, aber jedoch wird auf jeden Fall mindestens ein Video dazu kommen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Pokémon Weg. Verbringe noch mehr Zeit mit deinem Pokémon. Ja. Jetzt eher weniger Lust, ne? So, wir haben jetzt ordentlich was geskippt. Aber ich will, wie gesagt, das Projekt schnellstmöglich abschließen. Sorry, technisch zumindest. Boah, was ist denn da unten? Boah, die will ich haben. Boah, das sind sehr viele Trainer, aber die möchte ich im besten Fall skippen. Nur dich möchte ich fangen. Dich möchte ich fangen. Ja, da wird auf jeden Fall was kommen und dann habe ich mir gedacht, ich habe das zwar in einem früheren Video angeschnitten und verneint, aber ich habe vielleicht vor, da Cuphead ja jetzt auf die Switch kommt, am 18. April, dass ich das eventuell es Reload mache. Das könnte durchaus wieder ein paar Zuschauer bzw. Abonnenten auf meinen Kanal locken, da das alte Let's Play ja auch den ein oder anderen Klick schon hat. Und ich hätte auch ein bisschen Bock, dann kann ich das Spiel zumindest mal vollständig zocken, wenn ich nicht komplett rage. Aber ich bin auf jeden Fall guten Gewissen, weil ich ja auch ein bisschen jetzt besser bin im Videospiel und so. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie durchziehen werde. Allerdings eine Bedingung muss mich verarschen. Allerdings eine Bedingung muss das haben, dass ich mindestens ein Projekt von diesen drei schon abgeschlossen habe. Oder im besten Fall zwei, wenn du jetzt verschwindest, werde ich so aggressiv. Hier, nimm. Ist das hier? Hä, was war das? Ja, okay, nimm das. Boah, verarsch mich nicht. Ja, wo war ich? Also, zwei wären optimal, wenn da schon abgeschlossen wären. Ich glaube, ich tendiere ja auf Spectrobes und Pokémon. Hoffentlich. Boah, verarsch mich jetzt nicht. Bist du... Ja. Delay beim Wurf ist auf jeden Fall auch da. Und ja. Da hätte ich auf jeden Fall Bock, das zu zocken. Boah. Das verpisst sich gleich wieder, das sage ich euch. Das sage ich euch. Dann auf jeden Fall das nächste Projekt. Ich habe auf jeden Fall auch ein Projekt. Danke. Projekt am Planen, was nachher kommt, nach dem ganzen Gewirr, was jetzt momentan ist. Und das hoffentlich wieder macht hoffentlich wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ich hoffe es zumindest. Und zwar geht es hierbei um. Ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber. Ich kämpfe bestimmt nicht gegen dich. Ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber da das Projekt sowieso keiner sieht und die Leute, die sehen Ehre, die erfahren jetzt nämlich, was ich da in Planung habe. Und zwar möchte ich Super Mario Odyssey zocken. Fuchsania City. Und zwar möchte ich Super Mario Odyssey zocken. Und da habe ich auch wirklich richtig Bock drauf. Da können wir auch gerne gemeinsam spielen. Also wenn ihr Bock habt, auf jeden Fall reinschauen. Würde mich auf jeden Fall freuen. So, ordentlich Geld ausgeben für 15 Hypertränke. Und dann noch 10 Supertränke. Dann soll das passen. Ja. Also, ich hoffe, das macht so ein bisschen was aus auf meinem Projekt, auf meinem Kanal. Aber jetzt
sagen wir jetzt eher mal so, jetzt gehen wir mal in die Richtung so, wie steht es denn mit meiner Lust? Also, momentan Videos zu bringen. Und zwar können wir hier gleich kämpfen. Pokémon Arena von Fuxania City Arena Leiter Koka, der giftige Ninja-Meister. Was sind denn hier für Anforderungen? Ich hoffe, das sind keine großen Anforderungen, die wir bestellen. Übrigens, weil ich da sehr viele Trainer skippe, hier in der Arena-Leiter möchte ich natürlich gerne alle bekämpfen. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie ist dein Begehren? Wie du sicher weißt, gibt es in Fuxania City dank der Safari-Zone unglaublich viele Pokémon zu entdecken. Deshalb öffnet sich das Tor dieser Arena auch nur für jeden Trainer, deren Schicksalspfade sich mit denen viel Pokémon gekreuzt haben. Boah, jetzt sag mir jetzt keinen Scheiß an, ne? Danke. Danke. Na, immerhin etwas. Willst du mich verarschen? Haha, ich habe dich mit einem Verwandlungstrick aus dem Gleichgewicht gebracht, was? Dann solltest du dich darauf gefasst machen, dass ich dich auch im Kampf mit diesen Kniffen auf dem falschen Fuß erwischen werde. Wir können auch gleich kämpfen, wenn du willst, ne? Kokas Verwandlungstrick ist unschlagbar. Er sah mir zum Verwechseln ähnlich, oder? Nur an einem Sprachstil müsste er vielleicht noch arbeiten. Wie dem auch sei, du darfst weitergehen und seine geheimnisvollen Attacken im Kampf höchstpersönlich erleben. Ja, okay, machen wir das in dem Part, hätte ich gesagt. Haben wir auch ein Gesprächsthema, das passt, ne? An der Kante drin, Elias, ist mal klar. So. Ah, da haben wir unsichtbare Wände. Dings, das ist ein bisschen unsichtbar. Okay, ich habe mir schon gedacht, wieso können wir direkt zu Koga? Aber gut. Boah, jetzt muss ich mich aber irgendwie auch konzentrieren, ne? Boah, ob so optimal war, da jetzt reinzukommen, weiß ich nicht, aber gut. Wir labern jetzt einfach mal. Und zwar meine Lust hält sich tatsächlich in Grenzen, jetzt YouTube zu machen, weil boah, ich hätte mich heilen gehen sollen, weil ja, man sieht, meine Videos haben wirklich einen großen Aufwand. Also da kann ich ja schon mal sagen, da wollte ich eigentlich ein extra Video zu machen, wie stark da eigentlich oder wie viel Zeit ich da eigentlich in ein Video investiere, aber kann ich jetzt kurz erläutern. Und zwar nehme ich ein Video auf, im Durchschnitt eine halbe Stunde nehme ich auf, wenn man das jetzt zum Beispiel an den aktuellen Videos miteinander vergleicht. Warte mal, wir können ja. Nein. Wo ist denn das? Das wollte ich haben. Und zwar an sich eine halbe Stunde nehme ich hier auf. Ne? Und dann muss ich natürlich sämtliches vorbereitet haben. Ich muss hier natürlich Commentary, was jetzt nicht so 1A ist, wie man vielleicht jetzt momentan merkt. Ne? Es ist 0 Uhr, ne? Außerdem habe ich, wie gesagt, jetzt eher weniger Lust, da jetzt Pokémon noch aufzunehmen. Aber muss ich halt machen. Und das ist halt so ein Ding, ich habe irgendwo einen Drang, sämtliche Projekte fertig zu bringen, Videos fertig zu bringen. Und darauf lässt die Lust halt eher schwenken zurück. Aber gut, wir gehen zurück auf das vorherige Thema, und zwar Produktion. Eine halbe Stunde aufnehmen. Und dann schneide ich das Video. Schneiden macht an sich keinen großen Aufwand im Normalfall. Wenn man jetzt hier so ein Pokémon Video nehmen, sorry. Wenn wir jetzt so ein Pokémon-Video nehmen hier. Leckt das hier? Okay, war nur ein kleiner Ruckel. Dann haben wir hier, muss ich im Prinzip nur, und das ist eigentlich bei den meisten Videos so, muss ich am Anfang nur zurechtcutten, dass wir am Anfang auch direkt, also an den Anfang weg, weil ich starte die Aufnahme ja, dann warte ich ein paar Sekunden ab, dann fange ich den wirklichen Part erst an, und das dauert dann auch ein bisschen. Manchmal verkacke ich mit dem Starten und so. Manchmal bin ich auch zu dumm, das rauszuschneiden. Der Fail bleibt im Video, aber ja, egal. Und am Ende muss ich halt dann auch wieder ein bisschen gleich schneiden, ein Outro machen und so relativ
Das ist relativ chillig so. Boah, ich gehe nur mit Risikoattacken drauf, ist mir komplett wurscht. Und ja. Auf jeden Fall ist das jetzt nicht so ein großes Problem. Was ich noch machen müsste, ist zum Beispiel, was zum Beispiel bei den Specrops Part ist, dass ich vor der Aufnahme nicht wirklich. Verarsch mich nicht. Dass ich vor der Aufnahme nicht wirklich darauf achte, ob das Verhältnis von dem Sound von meinem Mikrofon zum Gameplay Sound relativ gut ist. Das ist in Specrops Beyond the Bottles beispielsweise nicht so. Und da muss ich dann im Projekt, also im Schnitt nachher, den Ingame Sound leiser machen. Willst du mich jetzt eigentlich verarschen oder was? Ja. Das hat eigentlich jetzt nicht viel zu tun. Hin und wieder muss ich halt Sachen rausschneiden, zum Beispiel, wenn ich halt irgendwie off gehe, irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, schnell was farmen geht, dann muss ich halt das auch rausschneiden, aber das ist jetzt auch kein großes Drama hier. Danke. Wir bringen ihn um, danke. Das ist auch kein großes Drama, so. Da schneide ich so ein bisschen, oder ich mache vielleicht ein paar Special Effects rein. Beispielsweise in The Legend of Zelda Twilight Princess HD habe ich da jetzt letztens in den Part, was ist denn das, in dem Part, wo ich das erste Mal gestorben bin, leider. Habe ich da, Hello Darkness, my old friend, diese Szene mit dem Game Over reingeschnitten. Weil ich das irgendwie geil fand, hat wahrscheinlich eh keiner gesehen, aber naja. Attacke mit harten Eisenschweif senkt eventuell den Verteidigungswert des Zieles. Das hätte ich gern. Ich glaube, Tarnstein benutze ich hier nicht. Ja. Perfekt. Und ja. Aber das Ding ist, was da jetzt wirklich zeitaufwendig ist, ist das Rendern, ja. Und zwar, dass so ein Part rendert da schon. Willst du mich eigentlich verarschen oder was? So ein Part rendert durchaus schon lange. Ja, genau. Jetzt schützt er sich nicht mehr. Wenn wir sagen, zum Beispiel so ein halbes Stundenpart. Man kann zwar sagen, ein Part rendert bei mir. Ich habe eine sehr schwache CPU, ich habe einen Intel Core i5 4440 oder so. Auf jeden Fall nichts. Wollte ich mir schon des Öfteren einen neuen Computer kaufen allgemein, aber woher nimmst du das Geld, ne? Aber gut. Und dann kann man so sagen, plus minus rendert das. Ich rendere die Switch-Videos ja in WQHD, sprich 1440 mal Nee. Warte, bin ich dumm? Auf jeden Fall im WQHD mache ich das. Also die Qualität zwischen Full HD und 4K. Weil das hat jetzt nichts mit Qualität und so zu tun. Das hat einfach. Ja, im Prinzip schon. Es hat einfach im Prinzip damit zu tun, weil irgendwie kommt mir so vor, die Switch-Videos, die ich hochlade, sind in Full HD nachher, wenn sie auf YouTube hochgeladen sind, schlechter dargestellt, als wenn ich sie als fertiges Video hier auf meinem PC anschaue, ne? Und deshalb WQHD, dass sie in Full HD dann auf YouTube besser zur Verfügung stellen. Ja, so viel Zeit nehme ich mir in Anspruch. Und beim WQHD Video dauert das ungefähr, sagen wir so, doppelt bis dreimal so lang wie der Part lang ist. Ja, also würde ich sagen, sag mal, habt ihr auch andere Attacken? Sagen wir mal, dieser Part ist 30 Minuten lang. Wahrscheinlich, ich mache den wahrscheinlich ein bisschen länger, weil ich da halt jetzt auch dementsprechend ein Thema ausholen möchte. Vielleicht wird der Part auch eine 3-4 Stunden lang.
weiß, und dann haben wir auch weniger Parts und dann wird das Projekt auch schnell beendet, hätte ich gesagt, oder? Auf jeden Fall. Ah, richtige Lappen. Auf jeden Fall dauert so ein Video, was eine halbe Stunde lang ist, in WQHD zu rendern, ungefähr doppelt bis dreimal so lang, sprich eine Stunde bis anderthalb Stunden. In der Zeit kann ich nichts an meinem Computer machen, weil die CPU komplett ausgelastet ist, so wie die Grafikkarte. Meine Grafikkarte ist eine GTX 1050 Ti, also auch richtig low. Ja, so da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben und auf jeden Fall richtig zeitaufwendig. Und dann muss das Video auf jeden Fall noch hochgeladen werden. Also, das ist in WQHD so und wie das ich in Voll HD hochlade, in Full HD, beispielsweise Spectrums oder The Legend of Zelda Twilight Princess, die dauern ungefähr so eine, so das Doppelte. Ja, sprich, eine halbe Stunde Twilight Princess dauert eine Stunde zum Rendern. Und dann muss ich das Video noch hochladen. Und das dauert bei meiner Bambusleitung hier im Dorf richtig lange. Ich brauche um ein so ein halbe Stunde Video, so ein Pokémon-Bart, sagen wir so. Und da macht es relativ wenig Unterschied, ob es jetzt ein WQHD-Video oder ein Full-HD-Video ist. Das ist, glaube ich, so ein Unterschied zwischen einer halben Stunde oder so. Auf jeden Fall dauert das plus minus 2,5 bis 3 Stunden zum Hochladen, ja. Und dann noch zum Verarbeiten noch länger. Also das ist irgendwie nicht lustig, muss ich sagen. Vor allem, gut, wer ein Video hochlädt, währenddessen kann auch ein Video rendern oder kann ich einen Part aufnehmen. Das ist dann kein Problem, ne? Aber trotzdem ist das sehr, sehr zeitaufwendig und mein PC ist auch sehr oft an. Was ich halt nicht besonders begrüße. Aber was willst du sonst machen, ne? Ja. Und Thumbnails müssen natürlich auch her, ja, so wie Videobeschreibung und sowas. Videobeschreibung geht relativ flott, da kopiere ich mir einfach irgendeinen Text aus dem Internet, forme den ein bisschen um. Und dann wird hier relativ easy cheesy. Ist hier bis relativ gut? Möchte mal schauen. Und dann wird hier relativ cheesy immer von jedem Video halt die Videobeschreibung kopiert und ins nächste und das nächste Video eingefügt. Wie es, glaube ich, auch jeder macht. Das hast du wieder ganz gut gemacht. Bitte greif an. Mach keinen Scheiß. Evoli, mach keinen Scheiß. Danke. Oh mein Gott. Was? Also das vorhin war ein Volltreffer, aber wenigstens halt die Paralyse selber. Bisschen lame, aber was ist machen? Ja, und ein Thumbnail braucht. Meine Thumbnails sind auch überhaupt nicht schlecht, ne? Ich glaube, das ist jetzt auch kein irgendwie nicht nur so Eigenlob. Wenn man sich mal wie das ansieht, die sind schon richtig geil, muss ich sagen. Da kann ich mir schon selber loben. Und da braucht man um die Grund. Und by the way, ne, um das nochmal zu sagen, alles auf meinem YouTube-Kanal, wirklich alles mache ich selber. Ich habe gar keinen, der mir hilft. Ich verdiene damit gar kein Geld. Ich mache alles alleine, ja? Gut. Um das mal klarzustellen, falls da noch jemand Fragen hat. Willst du mich eigentlich verarschen? Okay, so. Sag mal so, solange mir kein Schaden zufügt, ist mir das relativ. Ist mir das relativ froh. Ich bin relativ froh. Und dass ich die ganze Zeit selber geheilt werde, das ist irgendwo auch lame. Aber ich begrüße es. Ja. Also die Thumbnails, da brauche ich, um die Grundstruktur eines Thumbnails zu machen, brauche ich im Prinzip, keine Ahnung, eine halbe Stunde, sagen wir. Um dann die darauf folgenden Parts zu machen, das geht relativ schnell. Das geht so in 5 bis 10 Minuten Takt, kann man so sagen. Weil ich die Grundstruktur schon habe und im Prinzip nur noch Partnummer, Hintergrund und an sich so ein paar Sachen ändern muss. So, du kannst dich auch wieder selber heilen, wenn du Lust hast, ne? Oh, greif aber an. Ehre. Alles klar. Was ist das hier eigentlich? Habe ich den Noob-Modus aktiviert? Aber gut, bitte stirb, danke. Ja. So viel dazu auf jeden Fall. Also da steckt wirklich sehr viele Stunden
rein und das wird halt leider nicht geschätzt, beziehungsweise von YouTube mehr oder weniger nicht so stark promotet, weil ich halt, ja, man sieht es halt, momentan 53 Abonnenten und im Prinzip, egal, sagen wir so, ich wollte nicht runterspringen. Egal, wie viele Abonnenten ich habe, aktive Zuschauer habe ich irgendwie trotzdem nicht. Außer bei Spectrops Beyond the Bottles. Da ging Grüße raus, aber ansonsten ist da leider nicht viel vorhanden. So, ich kämpfe noch, dann ist der Arena-Leiter, ne? Ja. Was willst du denn machen? Und da kommen wir jetzt zum Thema zurück, dass mir momentan irgendwo auch die Lust fehlt. Ich stecke momentan sehr viel Arbeit in YouTube rein und bekomme, wenn man das so sagen möchte, nichts zurück. Jetzt sagen manche, ja, wieso schaltest du denn keine Werbung? Wieso verdienst du einfach kein Geld? Für die Leute, die es nicht wissen, ich kann keine Werbung schalten. Auch wenn ich so gern machen würde, ich kann keine Werbung schalten. Aus dem Grund, man muss mindestens 1000 Abonnenten haben, da bin ich schon mal komplett weit entfernt. Und man muss in den letzten 12 Monaten... Man muss in den letzten 12 Monaten auf jeden Fall mehr als 4000 Wiedergabezeit in Stunden haben. Ja, ich habe jetzt insgesamt, ich habe in den letzten 28 Tagen circa 2500 Wiedergabezeit in Minuten und das ist in Stunden halt komplett weit entfernt. Aber ja, das ist der Grund, warum ich halt keine Werbung schalte. Früher habe ich Werbung geschalten, wo das noch ging. Da habe ich auch ein bisschen was verdient. Ganze 3 Cent. Aber momentan, aber seit, keine Ahnung, anderthalb Jahren oder sowas, ist das leider deaktiviert. Das finde ich jetzt nicht so geil, dass ich hier so vergiftet werde. Ich habe zwar einen Hypertrank, aber das Gift geht trotzdem nicht weg. Und ja. Und deshalb ist halt irgendwo auch die Lust momentan nicht da, weil ich einerseits Projekte habe, die mir nicht so ganz gefallen, dann stecke ich so viel Zeit rein in in YouTube halt und ich bekomme andererseits auch wieder keine Abonnenten dazu und so und deshalb ist ja irgendwo, mir geht's im Prinzip ja in erster Linie, sagen wir mal, nicht so stark um einen Abonnentenzuwachs. Nur, was mir an der ganzen Sache stört, ich habe jetzt in den letzten 28 Tagen 6-7 Abonnenten plus gemacht, ja. Worüber ich mich auch wirklich freue. Nur das Problem ist, du kratzt mich doch echt am Arsch, ohne Witz. Das Problem hierbei ist, die abonnieren und ich sehe nachher von denen nie wieder was, ne? Versteht ihr, was ich meine? Die kommen abonnieren und schauen keine Videos von mir. Und das stört mich. Die können ja gerne abonnieren. Freue ich mich darüber. Muss mich verarschen. Da freue ich mich darüber, ne? Nur, bitte schaut dann auch meine Videos, ja? Bitte macht das doch. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich da dann noch mehr so sagen soll. Ich glaube, ich habe da prinzipiell schon mal alles gesagt. Also, was ist eure Meinung dazu? Schreibt es in die Kommentare, falls es irgendjemand sehen wird. Ich bin zwar am Verzweifeln und ich denke mal nicht, dass das so ist, aber wenn jemand denkt, der hat was drauf, kann auf jeden Fall arbeiten. In die Kommentare schreiben. So, mein Handy liegt da drüben. Aufladen und es vibriert die ganze Zeit und ich sehe überhaupt nicht, was ich da dann bekomme für Nachrichten. Aber ist auch egal.
Ja, das ist halt momentan so meine aktuelle pissige Lage. Ich bin auch ein bisschen selber schuld, dass momentan nichts läuft, weil wieso nehme ich auch Retro-Projekte? Andererseits muss ich sagen, ich zocke das, worauf ich persönlich wirklich Bock habe und da habe ich mich eben dafür die Projekte entschieden. Was soll das jetzt? Hahaha! Ein Kind wagte es, Ninja-Meister Koga zum Kampf herausfordern? Lachhaft. Ja, du bist auch ganz witzig. Du wirst feststellen, dass jeder mein Gift wehrlos ausgesetzt ist. Das Ende kommt langsam und unausweichlich. Was ist denn jetzt gut gegen Gift? Ich habe mein Handy jetzt auch nicht da, ne? Meine geheimen Ninja-Techniken werden dich schon auf den giftigen Boden der Tatsachen zurücklocken. Lass mal kurz was schauen. Warte, ihr habt gerade Black Screen. Warte mal. Zieht der Black Screen? Okay. Warte mal schauen. Vier Pokémon. Ja, okay. Dann konzentrieren wir uns erstmal auf den Kampf, hätte ich gesagt. Ich wollte nochmal zurückgehen, aber ich bin dumm. Ich habe mir gedacht, vorher noch vor ein paar Trainern gehen wir zurück ins Pokécenter und laden uns auf, aber nein, ich bin dumm. Okay, bis. Boah, ist das, das ist doch nicht lustig. Das ist halt echt nicht lustig. Ich werde sowas von sterben hier. Warte, bringt das sich jetzt selber um? Ja, oh mein Gott, immerhin etwas. Das ist Ehre. Das ist Ehre. Also das, damit hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Finde ich gut. Slimog. Komm, Onix. Du bist zwar komplett underlevelt, aber ich glaube, du bist vorteilhaft. Ja. Ich hoffe, das kriegen wir hier relativ gut hin. Jetzt, wo Smogmog sich selber gekillt hat. Effektiv ist denn das da? Hoffen wir mal, dass es trifft. Und schauen wir mal, wie viel das macht. Das ist richtig gut gelaufen. Das finde ich cool. Komm, Schaufler. Danke. Das ist eine relativ gute Attacke. Zumal, dass wir jetzt momentan keinen Schaden kriegen. Ja. Ah, er ist gleich dran. Scheiße, okay, jetzt ist Onix weg. Leider. Ich muss irgendwie versuchen, Evoli zu heilen. Und das in doppelter Hinsicht. Ich muss ihn nämlich einmal an sich KP heilen und andererseits die AP von Risikoattacke und Biss, wenn es möglich ist. Das sind drei Runden. Das ist schon zart. Und das ist auch zart. Wie dumm bin ich eigentlich? Okay, weißt du, wir machen. Wir opfern Ultigaria. Und geben den Hypertrank auf. Nein, das. In dem Moment, als ich gedrückt habe, ist mir klar geworden, wie dumm ich eigentlich bin. Sechzig, 80, so 140, das funktioniert. Boah, wie dumm bin ich ja eigentlich. Das ist das echt nicht zu glauben. LOL, hat er ein. LOL. Der mit 1 KP überlebt. Das ist Ehre. Das ist sowas von Ehre. Wartet. Alle. LOL, alle. Okay, Gott sei Dank. Aber keine 3 Runden gebraucht. Das war jetzt tatsächlich Zufall.
Finde ich gut. Okay, Evoli kommt. Und macht den Down mit Biss. Na? Sollte hoffentlich funktionieren. Ja, verarsch mich nicht. Ja, genau. Du mich auch. Danke. Danke. Ich mag zwar keine Noob-Hilfe, aber da bin ich froh. Boah, verarsch mich nicht. Vor allem dieser Schutzschild bringt sich auch überhaupt nicht, weil er greift nicht an und ich kann auch nicht angreifen. Das zögert alles nur hinaus. Danke, Down. So. Golbat. Da kämpfen wir weiter und machen wir Risikoattacke. Das hat hoffentlich... Boah, verarsch mich nicht, ne? So, ja, okay, das macht schon irgendwas Sinn, weil dann gehen meine ganzen AP runter von einer Attacke, ne? Aber das macht mich aggressiv. Ah, Kacke, er braucht noch ein bisschen. Scheiße, ich hoffe, das macht jetzt keinen großen Schaden. Kacke. Gut, wir heilen uns, weil wir können eh nicht angreifen. Denke ich mal. Wir können eh nicht angreifen. Also ist das die einzig logische... das ist der einzig logische Zug, den ich machen kann. Ja, okay. Jetzt mit Biss noch. Reicht das? Ja, okay, gut. Okay, gut. Ein Pokémon noch. Lol, der ist einfacher, als ich gedacht habe. Eigentlich sagen können, dass ich hier relativ richtig abkack. Omod. Er ist ein Omod. Warte mal, nee. Das ist... Ja, ja, ich weiß schon. Die Weiterentwicklung von... Von... Wie heißt denn der? Von Horny, oder? Horny und... Die Entwicklung, die dann auf jeden Fall kommt. Boah, ihr verarscht mich doch alle. Welcher Trainer hat das in dieser Arena bitte noch nicht eingesetzt? Das geht doch gar nicht klar. Bitte greif an. Ja, und nächstes Mal ist er down, hoffentlich. Hoffentlich macht der mich jetzt nicht down. Das finde ich relativ scheiße. Aber wir holen uns noch einmal einen Hypertrank. Wir hätten auch angreifen können, aber ich weiß nicht, ob das zu riskant gewesen wäre. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Okay. Ja, okay, und bis. Er beißt ihn jetzt hoffentlich weg. Danke. Boah, das war einfacher, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Okay. Aber nehme ich gerne hin. Nehme ich gerne so mit. Und Kicklis. Aber ich glaube, mit Kickli habe ich, glaube ich, noch nie gekämpft, ne? Hm, du bist ein würdiger Gegner. Ja, ich weiß. Dann kannst du mich später. Ich wurde geschlagen. Hm. So sei es, der Seelenorden gehört dir. Und das mit einem richtig schwachen Setup am Anfang. Du hältst einen Seelenorden. Da du nun einen Seelenorden besitzt, gehören dir alle Pokémon bis zu Level 70, auch wenn sie von einem anderen Trainer kommen. Und das ist halt auch der M27, Toxin von Kuga. Hinter der DM27 verbirgt sich eine Attacke, die seit 400 Jahren in meine Familie vergehen wird, Toxin. Ein Pokémon, das mit Toxin vergiftet wird, erleidet Runde für Runde mehr Schaden. Mit dieser fürchterlichen Attacke wirst du zu einem wahren Albtraum für jeden Gegner. Boah, ich hasse es, wenn man Albtraum mit harten P schreibt. Und jetzt kann ich einfach so rüber mit zu denen. Das setzt alles weg. Boah. Albtraum kann man zwar mit harten P und mit weichen P schreiben, das ist schon klar, aber ich mag es halt überhaupt nicht mehr. Gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen so einen Einblick bekommen, also die Zuschauer, also keiner, wie es momentan mit meiner Lage ist. Jetzt ist 3:41, ich glaube, ich werde noch so ein bisschen aufnehmen und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Like da lassen, wenn es euch gefallen hat und teilt das Video, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Da werden wir ein bisschen die Stadt erkunden und ansonsten werden wir dann auch schon schnell weiterziehen. Danke fürs Zuschauen, bis dahin hin und ciao.